So, nach einer langen Autofahrt bin ich endlich im Hotel angekommen. Super 8 Hotel City Munich North. Und wollte mich einfach nur noch hinhauen. Aber dann fällt mir sowas hier auf und dann gehe ich weiter. Und dann fällt mir sowas hier auf. Und dann denke ich mir, ja, da musste wohl, falls das hier nicht zum Interieur gehört, nochmal zur Rezeption runter. Aber das ist wenigstens echt hübsch. Ah, Gott, Kinders. Macht mich fertig. Meine Zimmer sind grundsätzlich immer am Ende des Ganges. So, da sind wir im neuen Zimmer. Hat sofort geklappt. Die an der Rezeption waren auch sehr freundlich, sehr bemüht. Das hätte nicht passieren sollen. Alles gut. Kann ja mal passieren. Ich habe auch mal eine Weile im Hotel gearbeitet. Das geht mal ganz schnell. Gehen wir doch jetzt mal das Zimmer durch. Schauen wir uns das mal an. Angefangen beim Flucht- und Rettungsplan. Ich glaube, das hier. Oh, okay, es ist der Blickschutz gegen den Türspion. Schrank gibt's offenbar nicht. Wir haben einen Kleiderhaken und da unten nochmal zwei andere. Einen hübschen Spiegel, der ist aber natürlich nur so hübsch wegen mir. So ausfahrbare Tischchen hier. Kann man dann hier so aufklappen. Sind dann mega im Weg. Klimaanlage bzw. Heizung. Bad, dass man mit einer Schiebetür zuziehen kann. Sieht schon mal relativ sauber aus. Dann hier so ein Milchglas zum Wohnbereich. Also auf den ersten Blick sind zumindest keine Haare zu sehen. Das ist ja schon mal immer das Wichtigste. Das habe ich mich schon immer gefragt. Wofür sind eigentlich diese Kleiderhaken im Klo gut? Falls sich jemand so anstrengen muss, dass er sich erstmal komplett entkleidet oder was? Ich meine, soll es ja alles geben. Kleines Doppelbett. Hier ist dann die andere Seite von der Duschwand. Man sieht hier schon, die weißen Wände sind natürlich nicht so optimal für ein Hotel. Die gerade die Ecken sind ziemlich dreckig und abgeschabt schon. Hier ist es auch nicht so sonderlich schön verarbeitet. Ist jetzt nicht dreckig per se, aber halt schon ein bisschen abgenutzt. Das Bildmotiv finde ich echt schön. Das hat was. Da unten ist ein kleiner Tresor. Sonst eine Ablagefläche, ein kleiner Schreibtisch. Und was mich ein bisschen ärgert, dass der Fernseher, er ist zwar relativ groß, aber jetzt natürlich in der Wand eingebaut. Ich habe mir extra heute Morgen die PlayStation Classic geholt und ein HDMI-Kabel mitgenommen, damit ich hier zocken kann. Das heißt, ich muss jetzt gucken, ob ich den irgendwie ausgehangen bekomme, um an den HDMI-Steckplatz dran zu kommen, den er hoffentlich hat. Aber ansonsten macht das eigentlich einen ganz schicken Eindruck. Also ist angenehm temperiert, stinkt nicht. Wie gesagt, auf den ersten Blick definitiv sauber. Wenn jetzt noch warmes Wasser da rauskommt, dann bin ich zufrieden. Und WLAN. WLAN sollte hier auch irgendwo rumfliegen. Gut, heute habe ich keine Lust mehr, irgendwas zu machen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch zum Olympiapark und zur BMW World laufen oder fahren möchte. Die sollte hier in der Umgebung sein. Und dann schauen wir uns die nochmal an. Bis dann. So ein Scheiß, jetzt habe ich das hier reingefrekelt. Übrigens mega cute, oder? Es ist kleiner als meine Hand einfach. War ein toller Aufwand, das hier einfach mal hinter zu friemeln, weil man das Ding nicht aushängen kann. Und ich habe so fette Hände, also hat das nicht gepasst. Und jetzt braucht man natürlich so einen Power-Adapter, der nicht mitgeliefert wurde. Und der von meinem Handy ist eigentlich zu stark. Aber egal, ich würde es trotzdem jetzt mal ausprobieren. Und wenn es kaputt geht, ja, Garantie, ne? Und das scheiß WLAN-Passwort funktioniert nicht für mein Zimmer. Offenbar sendet der Fernseher das WLAN aus und es funktioniert einfach nicht. Bis jetzt keine 5-Sterne-Wertung, Super 8. Hab's zum Laufen bekommen, also mit dem Handy-Adapter funktioniert es erstmal ganz gut. Und eigentlich wollte ich, glaube ich, Final Fantasy VII endlich mal durchzocken oder anzocken und um es durchzuzocken, aber ich habe gerade entdeckt, Revelations Persona gibt's hier. Das könnte der erste Teil der Persona-Reihe sein. Reizt mich auch ein bisschen. Jedenfalls ist der Abend gerettet. Und WLAN habe ich auch hinbekommen. Freunde, willkommen in München. Dahin bin ich gerade auf dem Weg seit einer geraumen Weile. Ich bin in München als Videograf, als Eventvideograf unterwegs. Hab ein Seminar im Kohlebunker und im Kesselhaus gefilmt. Sehr schöne Locations. Ich gebe euch mal einen kleinen Einblick.
ist ja eh gerade in so dieses Industrielle trifft Moderne. Ist ja auch bei uns im Ruhrgebiet ganz, ganz groß. Zeche Zollverein, der Landschaftspark in Duisburg. Die sind da schon früh drauf eingestiegen. Gerade der Kohlebunker hat mir echt super gut gefallen. Ist vielleicht nur ein bisschen schwer zu beheizen zu dieser Jahreszeit. Da ist sie, die BMW-Welt. Richtig eindrucksvolle Architektur. Wollte ich mir unbedingt anschauen und es hat nicht enttäuscht, würde ich mal so behaupten. Ist auch eine Event-Location, allerdings für überwiegend eher ziemlich viele Leute. Und es gibt wohl auch eine Autoausstellung da drin. Hier sind überall BMW-Gebäude. Das ist der Turm, den wir gerade gesehen haben. Und überall in der Stadt verteilt jede Menge BMW-Werke und was nicht alles. Ich habe keine Ahnung, ob man hier rein kann, einfach mal so unangemeldet. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Eindrucksvolle Location. Die Architektur hier mit dieser Art Parkhaus da in der Mitte, wo die ganzen dicken Karren draufstehen, das ist schon ziemlich heftig. Einzelne Abteilung hier für Rolls-Royce, BMW Motorrad und Mini. Und wirklich alles in diesem modernen Stil hier gehalten. Ich bin ja nicht leicht für Autos zu begeistern, aber alle Achtung. Jetzt schaue ich mir noch den Doppelkegel an. Das ist so ziemlich die geilste Event-Location in dieser Location. Das ist dieser komische Glas-Twister. Mal einen kleinen Abstecher in den Olympiapark gemacht. Der ist genau gegenüber von der BMW-Welt, die man jetzt da im Hintergrund sieht. So bei Nacht. Weiß nicht, ob es am Tag besser ist. Vielleicht, wenn man mal durchjoggt oder einfach nur spazieren gehen möchte. Vielleicht nicht unbedingt im tiefsten Winter. Wir haben hier halt die Olympiahalle, was wohl so eine Art Veranstaltungshalle ist. Dahinter ist das Olympiastadion und hier ist der Olympiaturm. Da ist auch ein Restaurant oben drin, wie in jedem von diesen komischen Türmen. Mir ist kalt. Ich will zocken. Ich laufe jetzt zurück ins Hotel, weil ich ja mein Portemonnaie vergessen habe und nicht den Bus nehmen kann. Schauen wir mal, wie lange das dauern wird. Mein Standort. Und ich will jetzt super alt. Munich City Nord. 3,3 Kilometer. Das ist... Ne, 4,1 Kilometer. Cool. Das klingt ja super schön. Auf jeden Fall bin ich sehr fasziniert von München, weil die sehr viele Grünflächen auch so zwischendrin haben. Ich bin jetzt gute 4 Kilometer hier hingelaufen, durch relativ unspektakuläres Gebiet an sich. Zum einen wirklich sehr viele versteckte große Grünflächen. Hier fährt selbst die Straßenbahn einfach mal durch hunderte Meter, wenn nicht sogar Kilometer, von unbebauten Grünflächen, wo auch keine Straßen lang führen und so. Also mitten durch die Walachei, finde ich lustig. Aber was es tatsächlich noch mehr gibt, ist einfach mal Quadratkilometer voll mit so weißen Betonklötzen. Egal, ob da Büros oder Wohngebäude drin sind, die sehen alle gleich aus, stehen alle nebeneinander, wirklich Quadratkilometer weit, finde ich total faszinierend. Aber gut, ich mache mich jetzt zurück auf den Weg ins Hotel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Schreibt mir doch mal eure Highlights für München. Den Christkindlmarkt nehme ich jetzt mal nicht mit. Das schaffe ich nicht mehr. Morgen früh geht es ja schon wieder ab in die Heimat. Aber wenn es sich lohnt, bitte in die Kommentare. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns nächsten Sonntag mit einem weiteren Video wieder. Dann bestimmt auch mit Bianca. Bis dahin. Ciao.